24 Millionen Menschen sind betroffen, heißt es. 50.000 Tote werden bisher gezählt und das kann nicht die letzte Zahl sein. Wie wird denen geholfen? Und was bedeutet die Katastrophe eigentlich politisch? Darüber würde ich gerne jetzt sprechen mit Kaya Janar, Comedian, zugeschaltet aus seinem Wohnort in der Schweiz, in Zürich, und der Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekal hier vor Ort. Danke. Schönen guten Abend. Liebe Düsen Tekal, Ihre Eltern kamen ursprünglich auch aus dieser Region. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich noch Freunde dort. Was haben Sie in den ersten Tagen nach diesem Erdbeben vor 3 Wochen erfahren aus der Region? Fassungslosigkeit, also Entmenschlichung, Schock, Trümmerhaufen, ganze Generationen, die ja in Schutt und Asche gelegen haben. Und dieser Schock geht eigentlich weiter. Und aus der Ohnmacht und dem Frust wird jetzt langsam Mut. Und Sie haben es gerade gesagt, das ist Mutter Erde, Vater Erde. Ich komme aus Diyarbakir, das ist an der türkisch-syrischen Grenze. Und da fehlen einem tatsächlich die Worte für das, was da passiert ist. Ich habe auch viele Freunde, Angehörige, die selber Menschen verloren haben. Mhm. Und die haben gesagt, dass da teilweise bizarre Szenen zustande gekommen sind. Wie beispielsweise auch Überlebende, die sagen, ja, die ganze Familie ist jetzt tot, besser so. Oder wir haben sie jetzt beerdigt, besser als nichts. Mhm. Ja, Szenen, wo Menschen wirklich mit den eigenen Händen am Graben waren, um Menschenleben auch zu retten. Und das Schlimme, glaube ich, ist, dass auch bis heute immer noch keine richtige Hilfe zuteil wird. Die Erdbebenkatastrophe ist das eine, wofür man nichts kann. Das ist sozusagen naturgegeben. Aber der Umgang damit, das ist politisches Versagen. Und das wird jetzt immer deutlicher. Und trotzdem ist es wichtig, das ist auch das, was ich höre aus allen Teilen dieses Landes. Und das finde ich ganz, ganz bemerkenswert, der Zusammenhalt der Menschen. Also auch im Westen der Türkei, wie Empathie sozusagen auch auf sich genommen wird, wie Menschen selber vor Ort waren, geholfen haben. Und wir merken ja beispielsweise auch in den Stadien, ob Fenerbahçe, ob Beşiktaş, das ist ja sozusagen Volkesstimme, die eben auch entsprechend sich äußert. Und zeigen wir gleich ein paar Bilder und reden dann tatsächlich über das, was da gerade im Moment in der Stimmung los ist. Sind noch mal bei dem Moment des Erdbebens. Kaya Janar aus der Schweiz zugeschaltet. Sie haben in Antakya, im Prinzip kommt die Familie her. Wie haben Sie erfahren von diesem Beben? Und wenn man diese Region kennt, was sind die ersten Gedanken, die man hat? Ich habe natürlich durch meine Mutter erfahren von dem Erdbeben. Sie hat mir eine WhatsApp geschickt morgens um 6 Uhr und hat gesagt, Kaya, es ist ganz schlimm, ich erreiche die Verwandten gar nicht. Und ich habe halt zuerst das Handy angemacht und die WhatsApp bekommen, bevor ich irgendwas aus den Nachrichten erfahren habe. Und dann waren natürlich wahnsinnig viele Telefonate. Das war sehr, sehr dramatisch, die ersten Stunden, weil das Telefonnetz zusammengebrochen war. Das heißt, wir haben niemanden erreicht. Dann konnten wir über Umwege jemanden erreichen, der jemanden kannte, der jemanden erreicht hatte. Und das waren ziemlich üble Stunden. Wir haben dann irgendwann erfahren, dass die Kernfamilie überlebt hat. Das war natürlich sehr erleichternd für uns alle. Aber wir haben natürlich hautnah mitbekommen, wie übel es dann zugegangen ist. Die Leute hatten Angst, ihnen war kalt, wurden aus dem Schlaf aufgeschreckt. Sie haben sich selber ein Lagerfeuer gebastelt. Sie haben mit bloßen Händen, wie Frau Tekal schon sagte, nach Überlebenden gegraben. Es muss wohl wirklich der absolute Horror gewesen sein. Und ja, das hat mich natürlich dann ab dem 6. Februar hat mich das natürlich beschäftigt bis heute. Und wir sehen diese Bilder, die ja auch eben dann letztlich aus Ihrer Heimatregion stammen. Unvorstellbare Zerstörung, gerade Antakya wird beschrieben als eine wirkliche Hölle eigentlich. Ihre Mutter war ja zufällig in der Türkei, die hat Urlaub gemacht in Antalya. Wie konnte sie denn dann helfen oder was macht man da, wenn man konfrontiert ist mit so einem Ausmaß an Zerstörung und Leid? Ja, das war ein Zufall, dass meine Mutter da in Antalya Urlaub gemacht hat. Die war noch ein paar Tage vorher, war sie in Antakya selber und hat da die Verwandten besucht. Und dann konnte sie eine Ferienwohnung organisieren. Und es hat, glaube ich, so 2 Tage gedauert, bis circa 16 Verwandte nach Antalya kommen konnten. Denn sie mussten erst mal
ein Gefährt organisieren. Dann waren die Straßen teilweise zerstört, beziehungsweise wenn, als sie dann raus konnten, war ein unglaublich langer Stau, kilometerlang, wo tragischerweise auch Krankenwagen nicht durchkamen. Also das war wirklich ziemlich heftig, die Bilder. Und nach circa 2-2,5 Tagen haben sie es dann geschafft, die Fahrt von Antakya nach Antalya zu machen. Jetzt sind sie bis heute in einer 3-Zimmer-Wohnung, sind circa 16 Verwandte. Mhm. Es fluktuiert immer so ein bisschen, so 4 gehen dann und 3 kommen wieder. Meine Mutter organisiert alles und wir telefonieren mehrmals täglich und ich helfe, wie und wo ich kann. Und die Familie hat sich so ein wenig verteilt. Also wir haben halt Verwandte, die da auch in Istanbul leben oder im Ausland. Dann verteilen die sich gerade so ein bisschen. Aber es ist eigentlich niemand mehr in Antakya. Wobei ich sagen muss, ich habe gestern erst erfahren, dass viele meiner Verwandten wieder zurück wollen. Ich habe gesagt, was ist denn mit euch los? Und es gibt die Möglichkeit, wohl Container zu kaufen. Mhm. Und sie sind sehr, sehr stark verwurzelt in Antakya und wollen unbedingt diese Stadt wieder mit aufbauen. Und wenn man sich die Historie Antakyas anschaut, eine der ältesten Städte der Welt, dann ja, muss man sagen, das ist in der Geschichte Antakyas schon sehr, sehr oft passiert. Mhm. Naturkatastrophen und die Stadt wurde immer wieder mit aufgebaut. Sie haben auf Facebook geschrieben in den ersten Tagen, erst war es ein Todesfall, den Sie beklagen mussten. Das war am 8. Februar, dann am 20. Februar schrieben Sie von 8 Todesfällen. Inzwischen sind es 9. Das heißt aber auch eben, dass in den ersten Tagen überhaupt nicht klar war, wer hat überlebt, wer hat nicht überlebt. Ist diese Klarheit denn jetzt vollständig da? Ja, man kann natürlich jetzt schon sagen, dass es gibt immer noch Vermisste. Es sind immer noch nicht alle aus den Trümmern gezogen worden. Man weiß natürlich, dass die nicht überlebt haben. Aber die ersten Tage waren natürlich sehr, sehr dramatisch. Wir hatten einen Fall, dass eine Verwandte zwar aus den Trümmern gezogen wurde, aber einen Tag später verstorben ist. Und das kann wahnsinnig viele Gründe haben. Ob es dann die Kälte war, ob es das Trauma war, ob es ein Herzinfarkt war. Also wir haben auch die 16 Verwandte in der Ferienwohnung in Antalya sind traumatisiert. Die Kinder schreien nachts, haben teilweise Probleme, eine einfache Treppe runterzugehen, weil da wohl irgendeine Treppe eingestürzt ist. Irgendwas ist da passiert in dem Moment, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang traumatisiert sind. Und das ist natürlich schwierig. Also nach der ganzen Katastrophe fängt jetzt erst eigentlich die ganze Hilfe mitunter auch an, dass man halt schaut, wie kommen die Leute weiter? Mhm. Jetzt nicht nur materiell, sondern auch psychologisch ist das eine ganz schwierige Nummer. Ja. Und das bringt die Frage dann, wie gut wurde den Menschen vor Ort geholfen? Eigentlich heißt es, die Türkei ist ein Erdbebengebiet. Man weiß, dass das kommen kann. Istanbul ist ja selber bedroht. Wie gut war die Türkei vorbereitet auf diese Katastrophe? Angesichts der Tatsache, dass dieses Gebiet bekannt ist dafür, dass es ein Erdbebengebiet ist und dass seit 2000 eine sogenannte Erdbebensteuer eingeführt worden ist, wo Milliarden reingeflossen sind, haben die Menschen das Recht, vor allem die Angehörigen verloren haben, zu fragen, wo ist das Geld hin und wie werden diese einstürzenden Häuser jetzt gewährleistet. Und das hätte man tatsächlich steuern können, weil es gibt ja auch Beweise von Orten oder Bürgermeistern, die sich daran gehalten haben und Häuser, die auch stehen geblieben sind. Und das ganze Management ist katastrophal, man kann es nicht anders sagen. Die Solidarität bindet und steht auch über allem. Und deswegen glaube ich auch, dass sehr viele Menschen sich auch zurückgenommen haben. Das traumatisiert die Angehörigen natürlich noch mehr, weil sie auf der einen Seite Tote zu beklagen haben und auf der anderen Seite natürlich auch diese Stimmung nicht weiter aufheizen wollen. Mhm. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass man hätte viele Menschenleben retten können, wenn man von vornherein diese humanitäre Soforthilfe zugelassen hätte. Und gerade in den ersten Tagen wurde die Hilfe nicht überall gleichermaßen zuteil. Wir reden einerseits von der Türkei, über Syrien und über Nordsyrien, über Rojava, über Afrin haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist so wichtig, weil das Orte sind, die Gottes vergessen sind. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass dort sozusagen tagtäglich Entmenschlichung stattfindet. Und es ist so wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es zum einen diese Erdbebenkatastrophe ist, aber dass sie eben auch so viele andere Probleme noch mal sozusagen hervorhebt. Und diese ersten Tage, die waren apokalyptisch. Auch Kollegen von mir, die Kriegsberichterstatter sind, Erfahrene, haben gesagt, wir haben sowas noch nie erlebt. Also auch diese Situation, dass Menschen wimmern und irgendwann wird's leise. Und da gibt's ja sozusagen auch Übungen in Erdbebenregionen,
wie man sich verhalten muss, um rauszuhören, ob Menschen überlebt haben. Und zu wissen, dass man hätte noch mehr Menschen retten können, wenn beispielsweise das Militär schon relativ früh mit eingebunden worden wäre. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist auch die politische Verantwortung. Warum ist das nicht passiert? Warum ist das nicht politisch entschieden worden? Das sind Fragen, die man sich gefallen lassen muss, auch als Regierung, auch als AKP-Regierung. Ja. Und die Frage, die man daran anschließen muss, ist auch, ob die richtigen Menschen an den richtigen Stellen saßen. Also der Präsident der Türkei jedenfalls hat sich gestern er hat Fehler eingestanden und er hat um Vergebung gebeten. Das scheint ja so zu sein, dass er verstanden hat, dass da nicht alles richtig gelaufen ist. Wird das Signal denn die Wut, von der Sie gerade gesprochen haben, besänftigen? Also wir dürfen gespannt sein. Am 14. Mai sind ja die Präsidentschaftswahlen. Ja. Die Bevölkerung ist auch dagegen, das zu verschieben. Es wurde ja selber entschieden. Interessanterweise steht das Präsidialsystem, was Erdogan selber eingeführt hat, ihm jetzt im Weg. Die Opposition ist geschlossen wie nie. Die Kritik kommt aus allen Richtungen tatsächlich. Ob das HDP-Lager ist, wo die Hälfte im Gefängnis sitzt, wohlgemerkt. Also auch eine Bürgermeisterin wie Gülten Kışanak, die ich vor vielen Jahren noch getroffen habe und die seit 8 Jahren, wie gesagt, in diesem Gefängnis sitzt, wo gerade sehr viel humanitäre Soforthilfe geleistet wird. Aber auch die CHP, auch die Opposition beispielsweise, die sich dazu sehr kritisch äußert. Das bleibt abzuwarten, wie sich da verhalten wird. Auf der einen Seite wissen wir, dass jedwede Kritik auch in Richtung Erdogan als Majestätsbeleidigung auch empfunden wird, nach wie vor übrigens auch außerhalb der Türkei. Das merke ich immer wieder. Aber unsere Aufgabe als Menschenrechtsaktivisten ist, dafür zu sorgen, dass menschenwürdige Verhältnisse hergestellt werden, egal wo die Menschen herkommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch aufpassen, diese Erdbebenkatastrophe nicht zu ethnetisieren oder migrantisieren. Das ist kein Konflikt sozusagen zwischen den einen und anderen Gruppen. Die Bilder, die um die Welt gegangen sind, sind grausame Bilder auf der einen Seite. Aber ich will es noch mal sagen, auch Bilder des Zusammenhalts. Und die Frage ist, wie dieser Wiederaufbau in den nächsten Jahren, der dringend gebraucht wird, gelingen kann. Denn de facto ist der Status quo gerade, dass die Menschen, selbst wenn die Häuser noch stehen würden, sich gar nicht mehr zurücktrauen, dass 85-jährige Frauen in Autos schlafen müssen, dass es an Zelten fehlt, an Containern fehlt, dass jetzt parallel dazu rauskommt, dass beispielsweise auch der türkische Halbmond die Zelte verkauft hat. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. So etwas wie das Rote Kreuz. Genau. Vor Ort. Während sozusagen die Menschen im Schmerz sitzen, ihre Toten bergen, werden diese Zelte verkauft. Und es darf keine Politik und sozusagen Machtpolitik auf dem Rücken von Opfern und Toten betrieben werden, weder von Erdogan noch von Assad. So. Es gibt jetzt diese Szenen, die Sie gerade erwähnt haben. Das war ein Spiel am Sonntag, ein Fußballspiel mit Beşiktaş Istanbul. Und da wurden eben in der Minute 4:17 hat das begonnen, denn um 4:17 Uhr war das Erdbeben, haben die Zuschauer Plüschtiere auf das Feld geschmissen. Das ist einerseits die Hilfsbereitschaft und andererseits wurde aber eben auch Regierungskritisches skandiert. Also die Regierung solle zurücktreten. Ist das die Stimmung, die Erdogan möglicherweise diese Wahl, wenn sie denn stattfindet, tatsächlich am 14. Mai, wird er das um die Ohren bekommen? Das kann gut sein. Das wird in den nächsten Tagen tatsächlich entschieden. Die Frage ist, was es ihn interessiert. Also die tatsächlich wäre auch die entscheidende Frage, wie wird so jemand wie Erdogan auch mit einer Niederlage umgehen? Ich kann mir schwer vorstellen, dass er dann einfach abdankt. Aber tatsächlich ist es so, dass man sich auch mal die Zahlen vergegenwärtigen muss, wie beispielsweise in Städten wie Bursa, eine Industriestadt in der Nähe von Istanbul, wo die Umfragewerte der AKP um 10% zurückgegangen sind. Das ist die Partei Erdogans. Genau. AKP. Und ich habe zum Beispiel auch mit AKP-Wählern gesprochen, weil wir die auch kennen aus unseren Regionen, auch in Diyarbakır beispielsweise. Und da habe ich mich also auch an einen O-Ton erinnert, wo es dann auch hieß, den haben wir das letzte Mal gewählt. Also auch die Erdbebenregion, die so Erdbeben gerüttelt wurde sozusagen, da sind ja auch sehr viele Kurden, die Erdogan gewählt haben. Also das darf man ja nicht von der Hand weisen, also gerade die Konservativen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach dem, was da passiert ist, ihm wieder seine Stimme geben werden. Die Stimmung ist sozusagen hinter vorgehaltener Hand oder auch bei einem Bier abends und zwar landesweit, Widerstand, Wut, Frust. Ich habe sogar gehört, ein bisschen Gezi-Stimmung im Sinne von. Das war der Park, an dem die Proteste angefangen haben, genau. Die dann aber sehr blutig zerschlagen worden sind. Deswegen bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze eben gestaltet. Aber ein Freund heute meinte zum Beispiel zu mir, Sahib Sis Kalmışız. Also wir fühlen uns als Weisen des Staates sozusagen. Also auch über den Tod hinaus fühlen wir uns entmenschlicht. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade ganz viele Probleme zusammenkommen, auch bei Erdogan. Es ist die Inflation auf der einen Seite, es ist wie gesagt das Erdbeben, es sind auch die Konflikte sozusagen auch mit den verschiedenen Nationalitäten. Es ist beispielsweise auch der Schmerz der Syrer, der Kurden. Also wenn wir uns zum Beispiel Situationen in Afrin vergegenwärtigen, darüber wird kaum noch geredet, da reden wir von
einer Besatzungsmacht. Also wir reden von einem Kalifat, was dort entstanden ist und was die Menschen in Geiselhaft genommen hat. Und die haben sogar Angst, Hilfe anzunehmen. Und ich sage immer, Krise macht ehrlich. Und genau das passiert da gerade. Und das müssen wir mal abwarten, wie sich das auch aufs Wahlverhalten auswirkt. Okay. Und ja, das bleibt sozusagen abzuwarten. Bis dahin muss den Menschen geholfen werden. Genau, richtig. Kaya Jana, wenn man sich anschaut, wie jetzt die humanitäre Lage vor Ort ist, wir sehen diese Zeltstädte, wir sehen so diese sehr provisorischen Unterkünfte, wo die Menschen jetzt leben. Sie haben ja beschlossen, dass Sie in Deutschland bleiben, dass Sie Spenden sammeln. Was brauchen denn die Menschen am dringendsten? Was fehlt am meisten? Was können Sie tun aus dem schönen Europa hier oben? Es gibt wahnsinnig viele Organisationen, die gerade vor Ort sind. Und Frau Tekal hat es ja auch gerade noch mal erwähnt. Also wir dürfen Syrien natürlich auch nicht vergessen. Das ist besonders schwer, dort zu helfen. Also Freunde von mir wollten ganz einfach Geld überweisen an Verwandte. Das ging gar nicht aufgrund der EU-Sanktionen. Das ist noch schwieriger. In die Türkei kann ich überweisen mit heftigen Bankgebühren. Aber immerhin kann ich das. Und so kann ich halt direkt meiner Familie helfen. Aber es fehlt halt an allem. Man muss sich halt vorstellen, dass wirklich gar nichts mehr da ist. Also meine Cousine hat vor 5 Jahren erst eine Wohnung gekauft, angeblich erdbebensicher, ist alles weg. Es ist entweder baufällig oder es steht wirklich gar nichts mehr. Von einfachsten Sachen wie Klamotten, Dinge wie Windeln, also wirklich alltägliche Gebrauch, wenn man Kinder hat. Wirklich alles, Nahrung, Wärme, ein Dach über dem Kopf, es fehlt halt wirklich an allem. Und es gibt viele, viele Organisationen. Es gibt zum Beispiel eine, die in Afrin gerade erwähnt vor Ort ist, die heißt Liberate. Da ist der Vorsitzende, der Journalist Tobias Huch. Momentan ist Tarek Bey auch vor Ort in Syrien, auch ein Journalist. Das sind alles Leute, die wirklich jetzt auch gerade vor Ort sind und auch zum Beispiel in Syrien helfen, was sehr, sehr schwer ist, da überhaupt hinzukommen. Es ist, glaube ich, nach wie vor nur eine Grenze offen. Und und in der Türkei geht es natürlich einfacher. Und es waren ja über 60 Länder, die sofort geholfen haben, unter anderem auch Griechenland, was mich sehr beeindruckt hat. Die letzten Monate war die Stimmung zwischen Griechenland und der Türkei jetzt nicht gerade von Freundlichkeiten geprägt, absolut. Wir wollen noch mal ganz kurz die Spendenkonten einblenden, weil das wichtig ist tatsächlich an so einem Abend wie heute. Sie haben bei den Sachen, die Sie in den letzten Tagen gesagt hat, auch immer wieder betont, wie dankbar Sie Ihren Eltern sind, dass die damals die Entscheidung getroffen haben, nach Deutschland zu kommen. Die Dankbarkeit in diesen Tagen, ist die noch gewachsen? Ja, klar, absolut. Ich wüsste jetzt nicht, ich würde wahrscheinlich in Antakya leben die letzten Jahre und eventuell wäre ich dann halt auch unter den Trümmern, hätte nach Hilfe geschrien, man weiß es nicht. Aber ja, natürlich, meine Eltern hatten es extrem schwer als erste Einwanderergeneration, als Gastarbeiter, wie man damals sagte. Und ich habe das ja quasi live mitbekommen, wie schwer es für die war. Aber ich bin mir sicher, die sind heute auch sehr, sehr froh, dass ich nicht in einem Erdbebengebiet wohne. Und das ist halt generell ein Problem der ganzen Türkei. Ich glaube, ich habe gelesen, dass knapp 70% der Türkei Erdbebengebiet sind. Und es gibt Leute, die immer wieder gewarnt haben, auch in der Türkei, Seismologen, Experten und so weiter. Aber die Warnungen wurden ignoriert. Und das, was ich wirklich hoffe, also so groß die Tragödie jetzt ist und so sehr ich drunter leide und Millionen drunter leiden, also es ist ja noch nicht zu Ende, was da noch kommen kann. Es gibt Experten, die halt auch vor The Big One in Istanbul waren. Das Problem an der ganzen Situation ist halt, um jedes Gebäude der Türkei erdbebensicher zu machen, das kostet Milliarden. Das wird ein langer Aufbau tatsächlich, ja. Und ich glaube, bei aller Kritik ist auch wichtig, dass trotzdem die Solidarität, Empathie, Spendenbereitschaft, dass die weitergehen muss. Das ist uns auch nochmal ganz, ganz wichtig. Deswegen auch Botschaft angekommen. Genau. Wir müssen für heute aufhören, weil wir am Ende der Sendung singen. Vielen Dank, Düzin Tekal. Vielen Dank, Kaya Jana, für das Gespräch.